Perfekt. Ja, warten Sie noch. Also ich muss ja, ich habe Zeit. Eine Kontrolle machen, machen Sie gleich noch, Also, ob alles in Ordnung ist mit dem Wagen? Die mache ich, nachdem ich alle kontrolliert habe, mit allgemeiner Fahrzeugkontrolle, mit Ihren Rucksäcken und so weiter. Gucken Sie auch runter das Auto? Ah, wo ist der hin? Das kann doch nicht sein. Mikrofon müde. Ah, danke schön. Noah, hast du schon mal deine Arschtasche kontrolliert? Das Mikrofon activated. Mikrofon muted. Hängt da nicht was aus deiner Arschtasche? Tatsächlich, da ist der. Ach Mensch, du bist auch ein alter Dussel, ne? Mann, ey. Das tut mir leid. Dankeschön. Oh, weg mal, mein Name. Dann bitte einmal sich mit dem großen Rucksack einmal kurz, der Herr Beckmann, einmal kurz den Rucksack wieder hinlegen. Ach, wieder hinlegen. Der ist so schwer, das ist unglaublich. Meine Schultern sind schon komplett kaputt. Mikrofon muted. Deswegen habe ich mir auch die kleine Variante gekauft. Der ist nicht ganz so schwer, der ist handlicher. Mikrofon activated. Ja, ich bin halt der bessere Arbeiter, nicht so wie du. Mikrofon muted. Ach, vom Arbeiten an sich halte ich nicht so viel. Gut gemacht. Mikrofon activated. Aber eigentlich müsste ja umgekehrt sein. Alles klar. Ja, okay, ja. Warten Sie. Meine Hose, meine Hose. Meine Hose. Also, das ist ja unfreundlich, Noah. Ja, ja. Nehmen die Hose, gibt's. Ja, sehen wir gleich mal. Wer hier Baumwolle pflücken geht. Mikrofon activated. Ihr wollt meine Hose haben. Er zeigt ihn an sexueller Belästigung. Aber meine Klamotten wollen sie nicht zufällig haben, oder? Mikrofon activated. Fertig. Wenn ich fragen darf, wie heißt denn Ihr Vorgesetzter? Ihr Vorgesetzter? Ja. Ich muss kurz wieder da, jetzt warten Sie ganz kurz. Ja, weil ich würde gerne eine Anzeige machen wegen Körper, wegen Belästigung. Weil sie wollten meine Hose haben, sehe ich mir ein. Also als USA, also als Amerikaner, sehe ich es nicht ein, meine Hose auszuziehen nach Aufforderung der Polizei, also. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ich schreibe mal später eine Nachricht, Sie werden noch von Ihrem Vorstand hören, ja? Okay. So, dann bitte einmal kurz den Schlüssel im Fahrzeug. Nee, den kriegen Sie nicht. Mikrofon nachher klauen Sie noch unser Auto, das ist ja unverschämt. Hat er die ganze MXM gekauft, ja? Ja. Also so leicht sehen sie auch nicht aus. Sie müssen aufpassen, wie sie wieder einsteigen. Nicht, dass das der dann wegrutscht. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie Mikrofon sind. Ich hab die Sache, Jungs. Also Noah, du sollst ja nicht lügen, aber wie gesagt, der Officer ist halt einfach nicht der Schlankeste. Mikrofon activated. So genau, jetzt passen wir mal bitte auf. Stellt der Herr Fipo sich mal bitte da hinten hin. Dann stellen Sie sich mit dem weißen T-Shirt bitte einmal hier hin. Er nie Autos hat drauf, ne? Achso, hier, so. Genau. Ist das so in Ordnung? Darf ich hier so stehen bleiben? Mikrofon activated. Sie dürfen also stehen bleiben. Darf ich hier so stehen bleiben? Sie geben jetzt eins weiter. Was ist los? Kann ich auch zwei weiter? Kann ich auch woanders hin? Mikrofon muted. Mikrofon activated. Sie bitte auch. Was passiert, Barbie? Der hat die Waffe gesehen, die wir aus dem Auto genommen haben. Ach lol. Ja, hat er gesehen. Ist meine Waffe drin. Ja, zur Not kaufe ich dir die Waffe nochmal. Ach nee, brauche ich nicht. Ist eh noch im alten Server. Ich glaube, mir ist die Waffe oder so in die Hose gerutscht. Die wollten die doch haben, oder? Die habe ich gerade aus der Hose geholt. Was für ein Kaliber ist das? Ich glaube, so wie der Officer aussieht, ist ihm etwas ganz anderes in die Hose gerutscht. Nein, das ist ein THG, das ist eine Rebellenwaffe. Ja, aber das ist. Ich habe aber keinen großen Waffenschein. Ich würde sagen, es ist ein Autoteil. Waffenschein. Der liegt doch schon hier, Mensch, Herr Officer. Warten Sie. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Mikrofon activated. Gefasst. Aber wieso stehen Sie jetzt eigentlich auf meinem Platz? Eigentlich sollte ich da stehen. Das ist die Waffe legal, ne? So, jetzt folgendes. Ja? Den habe ich zu Hause liegen lassen, Herr Officer. Ja, die können Sie gerne. Die habe ich von meinem Kumpel, die wollte ich mir eigentlich an die Wand hängen. Aber ich wusste jetzt nicht, dass sie illegal ist. Sagt, der Schlagbolzen ist schon entfernt worden. Und nimm alle Magazine aus der Waffe raus. Gegen? Ja, also. Wenn Sie das so unbedingt wollen, aber Sie kriegen trotzdem eine Anzeige wegen, weil Sie meine Hose haben wollen, also. Belästigung. Wartet mal.
wenn er dich gleich einfach so festnimmt, ohne dir die Rechte vorzulesen, dann muss er dich freilassen, rein rechtlich gesehen. Ich mache so lange Frühsport, ja? Sie bleiben bitte auf dem Bier vor mir stehen, dass ich sehe, dass Sie nicht abhauen. Nee, ich auch nicht, ich laufe hier nur meine Runde. Nein, Sie bleiben jetzt hier stehen. Bleib mal nicht da stehen, sonst musst du dich festhalten. So. Microphone activated. Microphone Microphone activated. Microphone activated. Das, was ich mache, sieht mehr aus wie Ausdruckstanz. Zu zahle ich auch da nicht drauf, ne? Ach, wenn es so hoch ist, dann ist gerade nur bei einem Bild. Nimm einfach die Munition raus und. 100. Ja, das hole ich mal kurz von meiner Oma vom Sparkonto, ja. Liegt im Auto und warten wir kurz. Perfekt. So, eiskalt einsteigen und wegfahren. Das macht hier, ja, muss kurz das Geld abholen. Ich hole kurz das Geld aus dem Auto. Aber er kommt hier nicht raus, der wird. Ja, ich weiß, also. Dann bleiben Sie kurz rum, so. Bin ich erzielt? Microphone muted. Mach mal aus der Seemotor an. Oh. Ups. Ey. Bleiben Sie doch mal ruhig! Oh, dann kostet sie aber neue Reifen. Sie sind auf den Startplatz gekommen, ja? Das macht nicht, weil die auskommt, oder? Oh, jetzt redet sie sich hier raus, Mensch. Sie haben nichts gesagt, dass sie den Motor nicht anmachen darf. Geht ihr von meinem Konto runter, die 140? Sound muted. Ja, dann machen Sie jetzt und Geld, ja, gut. Und Sie reparieren das Zeug danach noch, ja? Mann, der hat die ganze Lichtmaske da vorne kaputt gemacht mit seinen Schüssen. Microphone activated. Microphone muted. Mensch, nur, das ist doch der neue Wagen, ne? Also das kostet mindestens 150.000, das zu reparieren. Microphone activated. 150.000 kostet das, ne? Er hat dazu gestimmt. Das wissen Sie bezahlt. Weg in die Waffenschlagen habe ich natürlich. Das habe ich nicht mal gesehen, aber es kostet 150.000. Microphone muted. Das ist eine Designer-Lichtmaske, Herr Officer. Sie kennen Sie sich ja mit Autos nicht aus. Gucken Sie sich doch mal hier links die Lichtmaske an. Microphone activated. Aber ich würde ihn nicht 150.000 bezahlen, weil das Auto nicht mehr so viel wert ist. Microphone muted. Doch, würde ich sagen, 40.000 wäre für den. Microphone activated. Angemessener Preis, würde ich sagen. Nee, ich habe nur auf die Reifen geschossen, das ist einfach nur die Reifen. Nee, Sie haben auch das Kraftstoff hier. Guck mal, sehen Sie nicht den Kraftstoff? Was ein Reifen kostet? Ja, wie viele? Sie haben volle Kanne, die 50.000. Locker 40.000, ein Reifen. Das ist doch der Vorderreifen. Gucken Sie sich mal die Felge an. Und wegen die Hose eigentlich noch, ne? Also müsste ich ja theoretisch eigentlich ihren Vorstand melden. Der Schuss ist wahrscheinlich noch durch die Felgen geflogen und hat noch irgendwas unten beschädigt. Und dann fallen sie ja noch runter. Ja, so, jetzt schenken Sie das mal ein. Ich gebe Ihnen von mir aus auch gerne die Reifen, wenn Sie haben wollen. Und dann können Sie eigentlich USA. Aber Sie hat keine Reifen. Ich nehme nur Bares. Microphone muted. Herr Officer, zeigen Sie doch mal Ihre Dienstmarke. Dann können wir da doch mal gucken, wer Sie sind erstmal. Sie haben sich ja noch nicht mal vorgestellt. Hier ist ja echt unter aller Sau. Microphone activated. Microphone muted. Haben Sie uns eigentlich auch schon unsere Rechte vorgelesen? Microphone activated. Als Sie den Herrn hier genötigt haben, sich auszuziehen. Microphone activated. Ja, aber Sie haben jetzt nichts bezahlt, also müsste ich das. Ja, Sie wollten auch meine Hose haben. Das ist unheimlich. Ich dachte, das ist erst in dem Gürtel. Das ist eine Hose, das Barbie. Passt, wo man eine Waffe, ja, verstecken kann. Deswegen wollte ich Ihre Hose haben. Ja, was denn? Was ist mit Team Erlang? Das war was richtig geil. Gürtel ausgezogen haben, das ist doch eine geht. Hose. Geht. Absolut. Meine Hose haben da schon Tempest und so alles. Sind Sie eigentlich schwul? Die Fans auch? Nein. Sound muted. Der Officer hier, nicht Sie.
Palette Rosa haben wollte.